Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von den Produkttestern. Und zwar wollte ich euch in diesen Videos noch einmal meine latest Pickups noch mal ein bisschen genauer vorstellen. Hier haben wir einmal den Easy Boost 350 V2 Static Non-Reflective. Alter, was für ein langer Name, das wird immer schlimmer. Mit Modell zu Modell kommt da immer noch irgendwas dazu. Wie ihr wahrscheinlich schon ein bisschen sehen könnt, hier hinten reflektiert's. Die Schnürsenkel reflektieren das Upper leider nicht, weil das ja der Non-Reflective ist. Hier seht ihr noch einmal den Schuh von der Seite. Hier das Transparente ist das, was den Schuh am meisten ausmacht, würde ich sagen. Und natürlich das Muster, was da drauf gedruckt ist. Oder das Muster des Stoffs, des Uppers. Hier hinten haben wir immer das Hangtag, wie vom Cream White bzw. Triple White, je nachdem wie ihr den nennen wollt. Man sieht hier einfach alles durchsichtig. Siehst du, wie das in jedem anderen Yeezy auch aussieht. Natürlich hier einmal von vorne. Von innen drin einmal das Adidas mit dem Trefoil und dann Yeezy. Ihr seht bei den Originalen, das ist immer so längs gestreift. Natürlich einmal von der Innenseite. Bei den Schuhen habe ich jetzt ein Problem mit Kleiderkreise bekommen, weil die meinten, dass die Schuhe fake sind, obwohl ich denen eine Rechnung von JD geschickt habe. Also von JD Sports. Und die meinten trotzdem, die wären fake. Was für eine Verarsche, Alter. Und dafür haben sie jetzt einfach meinen Account mal 7 Tage gesperrt. Obwohl ich beweisen konnte, dass die original sind. So, hier seht ihr noch einmal das Size Tag. Und dann haben wir hier noch einmal die Zettel, die da immer dran sind. Sind einmal Adidas Yeezy Boost 350 V2 Originals. Der Code, der Artikel oder die Artikelnummer EF2905. Größe 11, also UK 11. Dann habt ihr hier noch einmal EAN Code stehen und noch einmal alle Größen. Genau. Die Box ist eine übliche 350 V2 Box, hier oben drauf einmal 350, dann hier Boost und von vorne drauf haben wir noch einmal das Size Tag wieder. Yeezy Boost 350 V2, dann einmal die Größen, dann Static, 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 Originals, Made in China und natürlich einmal noch den EAN Code. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Kommentiert, wie ihr die Schuhe findet und was ihr von Kleiderkreise haltet, nachdem sie einfach meinen Account für 7 Tage gesperrt haben, obwohl ich eine Rechnung hatte. Was ist das für eine Verarsche? Alles klar, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.